Ja, nicht tot, schon wieder ich. Diesmal in anderer Funktion, ich moderiere in der Online-Diskussion. Also ja, danke fürs Interview. Jetzt hören mich wahrscheinlich doch dann alle. Ja, auch hier im Raum alle herzlich willkommen, aber vor allem auch natürlich wieder draußen, wer auch immer da jetzt noch dabei ist. Auch das ist eine ungewohnte Situation, kein großes Auditorium zu haben, das man in der Reaktion einschätzen kann. Und deswegen auch hier noch einmal die Bitte, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn es irgendwelche Kommentare gibt, nutzen Sie die Chatfunktion, die Sie haben. Schreiben Sie uns, wir sehen es wahrscheinlich und werden darauf antworten. Spätestens wenn ich nicht darauf antworte, wissen Sie, dass wir es nicht gesehen haben. Nein, Scherz beiseite, das haben unsere Administratoren im Griff. Ja, wir haben in diesem Brennprojekt mit 8 europäischen Ländern mit sehr vielen Unternehmen auch gesprochen über die Erfahrungen mit dualem Studium und über Erfahrungen in der Diskussion rund um duale Studien. Und ich habe es ein bisschen zusammengefasst, was denn die Unternehmen zurückmelden. Und was da so kommt, war sehr viele Unternehmen und da ist durchaus auch eine gewisse Gefahr drinnen. Sehen die Kooperation mit Hochschulen, mit Universitäten als ein Recruiting-Tool. Was ist die Gefahr dabei, die ich meine? Die Gefahr dabei ist, wenn ich das rein als Recruiting-Tool sehe und in letzter Konsequenz bedenke, dann geht es dabei nicht um die Ausbildung, sondern nur zu sagen, hey, bei mir kannst du studieren, komm zu mir. Nur damit du studieren kannst. Ne? Ich ermögliche dir das. Das kann dann und führt bei manchen Unternehmen auch dazu, dass das Studium, und deswegen war vorher in der Diskussion meine Frage auch dahingehend der Wertigkeit bei der Zweige, dass der Studienanteil war nicht so wirklich wahrgenommen wird, das ganz wichtig. Aber für viele ist das eben ein Recruiting-Tool für eine Zielgruppe, die man normalerweise sonst nicht so einfach erreicht. Man sagt, okay, bei mir kannst du deinen Studienabschluss machen und ich kann dich frühzeitig auch an mich binden. Ja, der Nutzen vom Praxisbezug, also dass ein duales Studium einen sehr hohen Praxisbezug hat, na, das braucht man mit Unternehmen nicht diskutieren, das ist allen klar. Das ist auch der große Vorteil in einem dualen Studienprogramm. Ich habe gleichzeitig den theoretischen Input, aber schon in der Ausbildung und während der Ausbildung, während des Studiums den absoluten Praxisbezug und kann auch reagieren auf Themen, die sich dann vielleicht in der Praxis als nicht so leicht umsetzbar erweisen. Das Fragezeichen ist bewusst. Ich bin mir nicht ganz sicher. In den vielen Gesprächen kam das für mich nicht immer klar herüber. Meine Diskutanten vorher haben mich da zwar eines Besseren belehrt, aber im Grunde bin ich mir nicht endgültig sicher, ob wirklich allen Unternehmen schon klar ist, wie hoch der Nutzen des Theorieanteils eines dualen Studiums ist, also des Studienanteils. Ich komme noch einmal auf den Markus Hengstegger zurück oder generell auf die Tatsache, wir haben eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Das wirtschaftliche Umfeld verändert sich in einer Geschwindigkeit, die wir sicher noch nie hatten. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Für mich persönlich wäre der Theorieanteil mindestens so wichtig wie der Praxisanteil. Weil ich als Unternehmen heute nicht mehr weiß, was ich in 10, 15, 20 Jahren brauchen werde. Und es wäre gut, Mitarbeiter zu haben, die ein sehr breit aufgestelltes Basiswissen haben, um auf Anforderungen der Zukunft auch entsprechend reagieren zu können. Eines, was schon klar ist, die Thematik ist noch kaum verankert, das haben wir auch im Vorfeld für die heutige Veranstaltung gemerkt, das Interesse von Unternehmen ist, nennen wir es einmal überschaubar. Und das haben wir zuerst in den Wortmeldungen ja auch gehört, wo das möglicherweise herkommt. Im Gegensatz zu Deutschland ist in Österreich das Thema duales Studium ein von den Hochschulen getriebenes. Deutschland sind duale Studiengänge zu einem sehr, sehr großen Teil auf Anforderung der Unternehmen entstanden. Das haben wir auch in anderen europäischen Ländern erlebt. Ich erinnere mich an unser Beispiel mit Airbus an der University of Chester. Das, also das Studienprogramm, das Airbus jetzt seit Jahren mit der University of Chester fährt, ist eine Anforderung von Airbus gewesen. Airbus hat dort ein großes Werk. Er hat gesagt, wir brauchen für die Ausbildung unserer Leute gewisse Curricula, die müssen wir gemeinsam entwickeln. Also da ist es irgendwo fast verständlich, dass die Thematik noch nicht so verankert ist, weil es in Österreich eben von der Hochschulseite getrieben ist. Und im KMU-Bereich, deswegen habe ich zuerst die Frage nach den KMUs auch gestellt, ist es doppelt zu bemerken, dass es irgendwie auch so fast ein bisschen Berührungsängste gibt. So, ja, jetzt kommen die da von der Uni. Ich bin ja der Gewerbetreibende da, was mache ich mit einer Uni? So gescheit sind wir nicht. Ne? Und
sowas können wir da auch nicht bieten. Hat schon auch natürlich auch mit Projekten zu tun, ist ja für ein Kleinunternehmen auch gar nicht so einfach. Und der Großteil der Lösungen, die es gibt, sind eigentlich sehr individuelle Lösungen. Also wir haben bis jetzt nicht so wirklich herausgefunden, so grosso modo, St. Pölten ist da ziemlich weit voraus, Vorarlberg auch dazu. Aber vieles ist individuell zusammengebaut zwischen Unternehmen und Hochschulen. Und es muss uns auch bewusst sein, dass es das natürlich vor allem auch auf der Hochschulseite nicht einfacher macht. Weil es wird für jedes Unternehmen ein eigenes Curriculum zu entwickeln, wird etwas schwierig werden. Auch was, damit meine ich auch so Dinge wie Zeitblöcke. Also wenn der eine sagt, ich hätte es gerne im 2-Wochen-Rhythmus, der andere sagt, ich hätte gerne 3 Monate im Wechsel. Und der vierte sagt, mir ist alles egal, die sollen Freitag und Samstag studieren. Irgendwie müssen wir auf der Hochschulseite ja auch noch einen Lehrablauf hinbekommen. Ne? Das muss ja auch mit Prüfungen zusammenpassen, etc. Also so ganz individuell geht es dann auch nicht. Ja, aus allen Gesprächen eigentlich, die wir sowohl national als auch international in diesen fast 2 Jahren geführt haben, ist für mich so ein persönlicher Eindruck auch entstanden. Ein Eindruck ist ganz klar, die Komplexität dieses Themas ist eine enorme. Also es gibt eine Vielzahl an Studiengängen, die gibt es noch in verschiedenen Bundesländern und in verschiedenen Hochschulen in unterschiedlicher Ausprägung. Für ein KMU, das meistens damit beschäftigt ist, sein Tagesgeschäft zu bewältigen, wahrscheinlich ganz, ganz schwer zu überschauen. Es braucht auch relativ viel Zeitressourcen, um sich in der Grundthematik einmal anzunähern. Da wäre mein Wunsch an die Zauberer vielleicht auch, etwas klarere Überblicksmöglichkeiten zu schaffen, dass ich als Unternehmer, wenn ich jetzt an einen Gewerbetreibenden denke, der oft seine Buchhaltung am Sonntag macht, von dem kann ich nicht erwarten, dass er sich im Urlaub dann mit Fachhochschulstudiengängen auseinandersetzt. Die Unternehmen wissen relativ wenig, wenn man mit ihnen spricht, über tatsächliche Studieninhalte. Was wird denn hier tatsächlich unterrichtet? Wozu brauchen wir das? Das ist in der Diskussion mit Fachhochschulen und Hochschulen, stößt das oft auf Unverständnis. Das ist aber auch völlig logisch. Für sie ist das Alltag. Natürlich weiß man an einer Hochschule, an Fachhochschule ganz genau, worum es bei ECTS und sonst was geht. Wir haben das in Diskussionen in dem Apprent-Projekt immer wieder gemerkt, dass es manchmal so ein bisschen eine Kluft zwischen den Unternehmensvertretern gab und auf der anderen Seite den Hochschulvertretern. Hochschulvertreter haben ihre Termini, die ihnen völlig klar sind, wo wir Unternehmensvertreter manchmal dann aufzeigen müssen, sagen wir so, wovon redet ihr eigentlich gerade? Ja, passiert aber auf der anderen Seite ganz genauso. Unternehmer werfen wahrscheinlich auch mit Dingen um sich, die für sie völlig klar sind und die Hochschule sagt, wobei da ist es kleiner, weil ihr unterrichtet es ja quasi. Also die Hochschule weiß ja dann, worum es geht. Aber das kann schon einmal passieren in der Hitze des Gefechts. Wichtig, dass man darauf aufpasst. Viele Informationsangebote, das Empfinden habe ich ganz stark, wenn ich mir die Seiten der Fachhochschulen und Hochschulen ansehe, richten sich in erster Linie an Studenten. Wir bräuchten aber in diesem Umfeld duales Studium ganz stark die Unternehmen an unserer Seite. Ich glaube, dass es andere Informationsangebote seitens der Hochschulen braucht. Einem Unternehmer, einem Personalentscheider geht es um andere Dinge als jetzt wirklich die letzten Details des Studieninhalts. Ich habe ganz wenig Beispiele gefunden in meinen Recherchen, wo ich sage, aha, wenn ich da als Unternehmer drauf schaue, weiß ich, was ich davon habe als Unternehmer. Als Student weiß ich sofort, was ich davon habe. Aber in diesem Fall brauchen wir eben auch die Unternehmen als Verbündete und als Treiber. Ja, warum steht hier jetzt Lehrlingsausbildung? Nicht nur, weil ich mich damit beschäftige, sondern weil wir es auch Higher Apprenticeship genannt haben auf dem internationalen Kontext. Und Apprenticeship ist in Österreich ganz klar gebrandet. Das hat uns übrigens mindestens 2 Stunden Diskussion beschert, um einmal den Begriff Apprenticeship zwischen 8 europäischen Ländern zu definieren. Wer meint denn was? Also für uns klar, das ist der klassische Lehrling. In anderen europäischen Ländern ist das nicht so klar. Da ist Apprenticeship sowas Ähnliches manchmal. Manchmal gibt es ja, Spanien hat gar keine duale Ausbildung. Die nennen das zwar auch Apprenticeship, ist aber ganz was anderes. Was mich da aber auch fasziniert hat, war das gleich dann oder bald folgende Beispiel von A1 Telekom. Ich habe bemerkt, dass die Studiengangsleiterin bei der 1 Telekom, die das Programm leitet, keine Ahnung hatte, wer die Lehrlingsausbildung leitet. Und ich habe es vice versa abgefragt.
die Lehrlingsausbildung weiß auch nicht, dass man da duales Studium irgendwie anbietet. Jetzt ist das zwar nicht dieselbe Zielgruppe, schön wäre nur, wenn beide voneinander wenigstens wüssten. Sagen, wir bilden jetzt beide Facharbeiter aus hier auf einem anderen Level, mit anderen Zugangsvoraussetzungen, aber im Grunde geht es darum, Facharbeiter fürs Unternehmen zu gewinnen oder auszubilden eigentlich. Ja, wenn man mit Unternehmern spricht, dann haben sie auch so ein paar Forderungen und Wünsche. Was wünschen sich Unternehmen so im Großen und Ganzen? Sie wünschen sich ganz massiv, dass die universitäre Lehre mit der Praxis mithalten muss. Also da geht es ihnen ganz stark darum, dass man nicht sagt, okay, das hat man immer so gelehrt und darum lehrt man es weiter und es ist vielleicht ein Inhalt dabei, der in der Praxis einfach überhaupt nicht mehr relevant ist und nicht mehr vorkommt, um sich hier bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch nicht aufzuhalten damit. Ein starker Wunsch, der auch gerade stark im KMU-Bereich kommt, ist, dass Unis proaktiv werden und proaktiv auf Unternehmen auch zugehen und auch so ein bisschen hands-on agieren. Also so provokant formuliert würde man jetzt sagen, bei Unternehmen gibt es manchmal so ein bisschen das Gefühl, Universitäten kommen sehr universitär auf uns zu. Und wir haben halt so das Gefühl, gar nicht mitzukommen, ein bisschen hemdsärmeliger wäre lieber und würde mehr dafür sorgen, dass man hier so manche Schranken auch abbauen kann. Ja, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob es stimmt. Ich habe es halt immer wieder genannt bekommen. Man würde sich halt wünschen, so eine höhere Bereitschaft der Universitäten auch für eine extra Meile, also sprich ein Curriculum anzupassen, etwas einzubauen, was unternehmensspezifisch notwendig ist, etc. Da muss man dagegen halten, das ist in vielen Fällen, aber so und so schon gegeben, wird aber offensichtlich von Unternehmen eben nicht so wahrgenommen. Ja, und wir kennen alle die Geschichte mit der Kommunikation. Ne? Verantwortlich ist immer der Sender, nicht der Empfänger. Wenn es der Empfänger nicht wahrnimmt, dann senden wir irgendetwas falsch oder nicht ausreichend. Ich gebe die nächste Folie drüber, weil wir jetzt das Video nicht aktiviert haben hier. Und kommen jetzt auch zu einem Good Practice. Sehe ich jetzt eigentlich irgendwo unseren Chat im Moment? Am Bildschirm nicht. Falls es Fragen gibt von außen. Was ich gerade noch im Sharing geht. Okay, danke. So, das ist die Kollegin Elisabeth Grundschauer gerade. Die da im Bild war. Ja, Good Practice der 1 Telekom in Wien, die das duale Studium gemeinsam mit dem FH Technikum macht. Die erste Frage an die 1 Telekom war, warum tut man denn das überhaupt? Warum macht man ein duales Studium? Und die interessante Antwort, für mich interessante Antwort war, man macht das im Bereich IT-ICTS und dort sind andere Unternehmen die Unternehmen der ersten Wahl bei potenziellen Arbeitnehmern, bei den jungen Talenten. Also als IT-ICTS denkt man wahrscheinlich als junger Mensch in erster Linie an Microsoft, SAP, was weiß ich, aber nicht an die A1 Telekom, die ja eben Telekom-Konzern ist, die aber ganz, ganz spannende Aufgaben in diesem Bereich hat und ganz viele Mitarbeiter braucht, denn ganz große Kundenprojekte hängen an solchen IT-ICTS-Stellen dran. Die A1 braucht diese Fachkräfte einfach auch, um Kundenprojekte überhaupt abwickeln zu können. Und wenn man jetzt nicht der Employer der First Choice ist, dann muss man dafür sorgen, dass man bekannter wird. Und das war ein Beweggrund, warum man gesagt hat, ein duales Studienprogramm ist ein ganz wesentlicher Punkt, um jungen Talenten und jungen Mitarbeitern die A1 in diesem Bereich auch schmackhaft zu machen. Und man hat damit auch gute Erfolge erzielt. Eines, was der A1 auch ganz wichtig war in der Entwicklung, ist, man sucht ganz gezielt, wie bringen wir externes Know-how herein ins Unternehmen. Man hat natürlich ein sehr umfangreiches Know-how, aber A1 ist ein Unternehmen, das wirklich da eben weiterdenkt und sagt, wir wissen nicht, was wir in Zukunft brauchen, also brauchen wir jede Menge externes Know-how herein. Deswegen war auch die Entscheidung, diesen externen diesen dualen Studiengang auf Basis des ganz normalen Standardcurriculums anzubieten. Man hat bewusst von vornherein entschieden, wir werden nicht Einfluss nehmen auf das Curriculum an sich, also auf den Inhalt, sondern bestenfalls eine Regelung mit der FH Technikum Wien finden, wie wir die Praxis und Studienzeiten anpassen oder Phasen anpassen können aneinander. Aber der Inhalt ist der Standardinhalt des normalen Studiengangs, um eben so viel Know-how als möglich ins Unternehmen zu bringen.
Der Wechsel ist jetzt im Moment, am Anfang war der Wechsel zwei, hat man ausprobiert, zwei Wochen, das hat man relativ schnell wieder gelassen. Warum? Man hat relativ schnell erkannt, dass Projekte innerhalb der 1 Telekom oder innerhalb dieser Tätigkeitsfelder deutlich länger dauern als 2 Wochen. Damit hatte man das Problem, dass der duale Student natürlich mitten im Projekt plötzlich wieder Uniphase hatte. Und jetzt ist man gegangen auf einen Zyklus 3 Monate im Unternehmen, 3 Monate an der Universität, was ich ja sehr praktisch erweist, weil innerhalb von 3 Monaten sind die meisten Projekte zumindest so weit abgearbeitet und entwickelt, dass der Student auch in der Projektphase voll involviert sein kann und dabei sein kann. Dazwischen in diesen 3 Monaten sind die Absolventen, das kann man jetzt schon fast wirklich mit Lehrlingsausbildung beginnen zu vergleichen, in diversen Abteilungen, machen genauso auch eine Jobrotation durch, kriegen also auch im Unternehmen eine sehr umfassende Ausbildung. Was auch klar ist, wenn man das Ziel hat, aus diesen Absolventen zukünftige Führungskräfte zu entwickeln. Und das ist die klare Frage. Ja. Dieses Dazwischen bezieht sich auf die 3 Monate im Unternehmen? Ja, auf die 3 Monate im Unternehmen, genau. Da laufen sie auch wieder verschiedene Abteilungen, verschiedene Projektteams. Das ist nicht immer eines, dem sie zugeteilt bleiben. Der Vorteil für die Studenten, keine Frage, ein Dienstvertrag auf Basis 20 Stunden, der über die gesamte Zeit läuft. Das heißt, in den 3 Monaten im Unternehmen ist der Mitarbeiter ganz normal 40 Stunden im Unternehmen, wird aber für 20 bezahlt. Das sind nämlich jene 20, die in den 3 Monaten, die an der Universität ist, nicht da ist, aber auch bezahlt bekommt. Hat den gravierenden Vorteil, dass er in der gesamten Zeit krankenversichert, unfallversichert ist etc. Und dass er auch Weihnachts- und Urlaubsgeld hat. Also von der Studentenseite her ein enormer Vorteil gegenüber einem normalen Studium. Man kann auch ganz normal leben damit, ist auch kein Praktikumsvertrag oder sonst was, ein ganz normaler Angestelltenvertrag mit 20 Stunden. Was von Anfang an bei A1 gut war und auch dazu beiträgt, dass das Programm sehr gut läuft, ist, dass die Führungskräfte im Haus von Anfang an stark dahinter gestanden sind und stark unterstützt haben, schon in der Absprache und Entwicklung des Curriculums. Jeder Student bekommt auch einen Mentor, das ist in den meisten Fällen sein Abteilungsleiter. Manche haben auch 3 oder 4 Mentees sogar. Aber auf jeden Fall hat jeder seinen eigenen Mentor, der dafür zuständig ist, dass er einerseits mit ihm abstimmt, was intern im Haus abzustimmen ist und dass er auch andererseits an die Leitung des Programms bei 1 Telekom weitergibt, wenn es Probleme gibt in der Abstimmung mit der Hochschule oder andere Aufgaben, die dann wiederum mit der Hochschule abgestimmt werden müssen. Studium und Arbeit wird ganz eng abgestimmt. Das führt auch dazu, dass also Projektarbeiten oder Aufgabenstellungen aus Projekten, aus Echtprojekten in der 1 Telekom an die Universität mitgenommen werden und dort dann als Fallbeispiele weiter bearbeitet werden. Also hier gibt es eine ganz, ganz klare Abgrenzung, eine ganz klare Verbindung gemeinsam. Ja, Abschluss des Ganzen, wenn wir ein ganz normales Curriculum haben, dann logischerweise, ich habe deine Uhr stehen. Danke. Abschluss des Ganzen, man schließt ab mit dem Bachelor und hat aber gleichzeitig 3 Jahre Berufserfahrung bereits gesammelt, was auf beiden Seiten ein enormer Vorteil ist, denn es ist einerseits auf der Seite des Arbeitgebers der Vorteil, ich habe einen fix eingearbeiteten und mit den Abläufen im Unternehmen vertrauten Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter hat gleichzeitig auch einen Bachelorabschluss und natürlich seinen Arbeitsplatz, weil ein Unternehmen, das so viel Geld investiert, wird ja wohl nicht sich von dem Mitarbeiter dann trennen. Die Herausforderungen, man hatte auch Herausforderungen zu lösen. Und eine der größten. Ja. Was ist die 6 Semester, genau. 3 Jahre, ja. Herausforderungen, die man zu lösen hat. Eine spannende Herausforderung, die man so am Anfang gar nicht am Radar hatte, war, Abteilungen mit passenden Aufgaben zu finden, die nämlich dem Studienumfang entsprechen. Also man kann ja nicht, wir haben es zuerst gehört, Schaltschrank durchmessen ist jetzt vielleicht nicht sehr angemessen für ein duales Studium. Und man braucht dann schon auch Aufgaben, die dazu passen, von der Aufgabenstellung her. Man hat begonnen mit 12 Studenten, man nimmt jeden Herbst 13 neue auf, das heißt, man kann sich ausrechnen, wie viele Aufgaben man braucht, wie viele Projekte im Unternehmen man dann auch braucht und das ist gar nicht so einfach gewesen, die dann auch in so einer Größenordnung wie 1 Telekom zu finden. Das hätte man sich einfacher vorgestellt.
Die Abstimmung zwischen Unternehmen und FH war auch eines, was eine ziemliche Herausforderung war und noch immer ist, dieses ständige Abstimmen untereinander und dieses Bewusstsein schärfen bei den Lektoren. Es gibt nach wie vor Lektoren an der Fachhochschule, der sagt, ist mir egal, ob der jetzt 3 Monate Praxisphase gerade hat. Die Prüfung ist, wann sie ist, und wenn er nichts kann, kann er halt nichts. Ist nicht bei allen so, aber bei manchen muss man das schon immer wieder in Erinnerung rufen, hat mir eins erzählt an dieser Stelle. Hallo, wir haben da eine Sondergeschichte, bitte berücksichtigt das auch mit. Gibt es jetzt nicht unbedingt am Tag, bevor der mit seiner Praxisphase beginnt, mit seiner nächsten, die umfangreichste Hausübung, die ihm einfallen kann, oder Übung für zu Hause, weil dann hat er ein Problem, weil der soll ja dann ab morgen 40 Stunden arbeiten, ne, im Unternehmen. Und wir haben am Vormittag schon gehört, 40 Stunden und duales Studium, also und Studium, dann wird es kritisch. Und eine Herausforderung hat wahrscheinlich jeder, der so ein Programm startet, und das muss einem bewusst sein, wenn man so etwas beginnt. Natürlich könnte die Gefahr sein, dass jemand abbricht dazwischen, beziehungsweise noch größer könnte die Gefahr sein, dass jemand nachher abgeworben wird, wenn er fertig ist. Nachdem das Programm noch nicht lang genug läuft, bei 1 hat man hier noch nicht valide Zahlen. Man geht aber derzeit, also Abbruch hat man bis jetzt erst einen. Das lag aber daran, dass man jemanden genommen hat, der nicht aus einer technischen Grundausbildung kam, also nicht aus einer HTL. Würde man nicht mehr machen, das hat man klar erkannt, also das macht keinen Sinn. Wenn die Basis nicht da ist, kann der nicht dann anfangen, plötzlich in der Technik sich breit zu machen. Was mit der Abwerbung passiert, weiß man noch nicht, aber die Rückmeldungen jetzt während des Studiums der Studenten sind schon so, dass sie sagen, sie wissen schon, welche Chance ihnen auch das Unternehmen hier bietet, also verhindern. Im Endeffekt können sie das so und so nie. Was sind so die großen Stärken aus Einsicht an seinem Programm? Es wird der eigene Nachwuchs entwickelt, den man für die Führungspositionen vor allem auch braucht, inklusive aber externem und universitärem Wissen. Das heißt, ich hole mir dieses externe Wissen herein. Dadurch habe ich eine Bindung ans Unternehmen, die viel höher ist als in einer klassischen Angestelltenfunktion. Auch durch das Mentorensystem, das trägt ja ganz stark natürlich dazu bei, wenn ich 3 Jahre lang einen Mentor habe, der mich im Unternehmen Tag für Tag begleitet, dann habe ich eine andere Bindung und dann wird das mit dem Abwerben relativiert. Aber wie gesagt, ganz verhindern können Sie es nie. Und eines war auch interessant, eines, was man erkannt hat, ist die Kosten, dieses Studienprogramm zu machen, wobei A1 hier auch die Studiengebühren übernimmt und natürlich die Gehaltszahlungen hat, sind insgesamt trotzdem geringer, als würde man solche Fachkräfte, als sie ICTS, IT, am freien Arbeitsmarkt akquirieren müssen. Dann, wenn die schon fertig studiert werden, wären sie deutlich teurer, als zahlt man ihnen das, was man dann danach zahlt, plus der Ausbildungskosten dann noch. Warum? Erinnern Sie sich an so den ersten Satz, A1 ist nicht Employer of First Choice in diesem Gebiet, das heißt, man muss ordentlich zahlen, damit dann so jemand sagt, na, dann gehe ich halt auch zu A1. Fazit, es braucht meiner Meinung nach von Unternehmen mehr Austausch untereinander und mehr Kommunikation nach außen, genau das, was der Herr Geiger gesagt hat. Unternehmen müssten wenigstens kommunizieren, dass sie solche Programme haben und welche Erfahrungen sie damit haben. Wenn es noch nicht einmal eine eigene Landingpage gibt, da bin ich ganz bei ihm, gilt auch für die klassische Lehrlingsausbildung, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich niemand finde. Es braucht das Bewusstsein bei den Unternehmen für die Notwendigkeit theoretischen Wissens für die Zukunft. Dann ist die Wertigkeitsfrage nämlich gleich beantwortet damit. Und es braucht eine Bewusstseinsbildung über das Angebot an sich und wie ich das für mich als Unternehmen einordnen kann. Ganz kann man einen Unternehmer auch bei allem seinem normalen Stress nicht aus der Verantwortung nehmen, dass er für die Weiterentwicklung seines Unternehmens sich schlau macht und erkundigt, was gäbe es denn auch in solchen Feldern zu tun. Gleichzeitig müssen wir mit klaren Begriffsdefinitionen und Einordnungen auch dafür sorgen, dass das auch leicht möglich ist. Und von der Uni-Seite braucht es eine, aus meiner Sicht, klare Kommunikation, auch ausgerichtet auf Unternehmen, auf deren Informationsbedürfnis zur Entscheidung, soll ich jetzt ein duales Studienprogramm anfangen oder nicht? Oder soll ich überhaupt darüber nachdenken? Ich würde mir wünschen, auch so eine Bewusstseinsbildung, welche Wertigkeit der Unternehmenspartner für die Unternehmen, für das Universitäre, für den universitären Bereich hat. Wir haben es zuerst gehört, wie wichtig der Herr Geiger auch sagt, dass die Unternehmen sind, die tragen es, das sind die Leuchttürme.
Insgesamt würde ich mir einheitlich nachvollziehbare Rahmenbedingungen wünschen. Also diese Vielzahl an verschiedenen Ausprägungen und Voraussetzungen ist nicht sehr hilfreich, dass ich das Gut und das Volk bringen kann. Und eine Art Übersetzung, was wozu passt. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Unternehmen wissen, welches Studium passt denn jetzt zu meinen Kernaufgaben im Unternehmen, zu meinem Job. Bei manchen wird das sehr auf der Hand liegen, bei manchen, gerade im technischen Bereich, wird man wahrscheinlich überlegen müssen, dreimal, was nehmen wir denn unter Anführungszeichen jetzt. Und schlussendlich, auch hier noch eine klare Begriffsdefinition zur besseren Einordnung würde sie helfen. Wir haben halt auch im internationalen Kontext einige Zeit damit verbracht, Begriffe zu definieren, damit in 8 europäischen Ländern sowohl die Wirtschafts- als auch die Universitätsvertreter wissen, wovon reden wir denn jetzt alle gerade. Und da kommen so Begriffe vor wie Higher Apprenticeship, duales Studium, berufsbegleitend. Berufsbegleitend heißt für den einen in einem Land, der macht es am Abend, für den anderen heißt es, er macht es am Wochenende und für den dritten heißt es im 3-Monats-Wechsel, so wie bei 1 Telekom. Und ist auch berufsbegleitend, wo dann Spanier sagen, ah, das ist berufsbegleitend. Das ist ja einmal Studium und einmal Arbeiten. Also durchaus interessant. Und jetzt haben wir nur mit 8 europäischen Ländern geredet und nicht mit allen EU-Mitgliedstaaten. Und man kann sich vorstellen, was sich in Brüssel tut. An dieser Stelle nochmal die Frage an die Technik. Gibt es jetzt Fragen von außen? Von außen gibt es keine Fragen. Gibt es Fragen von innen, also von uns hier? Es wurde jetzt von Ihnen und auch von Herrn Geiger aus Warburg immer wieder betont, dass es nicht so einfach ist, passende Projekte zu finden. Was kann man als eigentlich unter einem passenden Projekt vorstellen? Also es ist zwar etwas schnell und leicht gesagt, aber die können, sind ja Studenten, die können ja nicht ein Projekt übertragen bekommen, dass sie selbstständig und eigenständig ohne entsprechende Hilfe lösen können. Die können das Projekt mitarbeiten, mitentwickeln, gut eingebunden sein, aber die können ja kein Projekt hier. Naja, also wenn ich mich richtig erinnere, am Vormittag, dann hat der eine junge Mann gesagt, der hat ein Projekt geleitet. Ne? Also diese, was war das da? Diese Umstellung. Produktionsplan. Danke, Produktionsplan, das war's. Und Sie wären überrascht, wenn wir nach St. Pölten fahren würden, da gibt es ein Unternehmen, dort haben die Lehrlinge die gesamte Belüftung, die Lehrlinge, reden wir rein von allen Studenten, die gesamte Belüftungsanlage neu designt, gebaut worden ist dann mit Fachkräften aus dem Unternehmen, aber das Design stammt ausschließlich von Lehrlingen aus dem dritten Lehrjahr. Das Ding funktioniert tadellos und die Belüftung ist um Eckhäuser besser geworden. Ich glaube, da muss man sich manchmal auch trauen, Projekte auch jemandem zu übergeben. Natürlich muss sich der die Hilfe, aber das ist ja die Aufgabe eines Projektmanagers, holen, die er braucht. Aber jetzt mit passendem Projekt meine ich jetzt, es muss von der Wertigkeit her passen. Also es hat jetzt keinen Sinn, jemanden, der an der Universität gerade lernt, wie er keine anderen komplexe Steuerprozesse berechnet, dann zu sagen, kümmere dich halt einmal um unser Ablagesystem. Das ist jetzt dein Projekt, weil dann das wäre ein nicht passendes Projekt. Dort liegt aber genau die Herausforderung, die passenden Projekte zu finden, die mit einem Studium korrelieren. Da muss man ins jeweilige Detail gehen in der jeweiligen Branche und auch mit dem jeweiligen Unternehmen. Weil sie auch nicht, man kann nicht jedem Unternehmen vorschreiben, du musst jetzt in der Phase X das Projekt Y machen. Vielleicht gibt es das gar nicht. Aber auch da ist man noch in Erinnerung vom Vormittag, der eine junge Mann hat gesagt, jedes Unternehmen, und da hat er recht, hat so und so genug Projekte in der Lade liegen, die nie irgendwer macht, weil keiner Zeit hat. Da findet man, glaube ich, was dabei. So, mein schlechtes Gewissen, mein guter Geist rommelt auf seiner Uhr herum, oder auf ihrer in dem Fall. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit da draußen, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier herinnen. Und übergebe jetzt wieder an Isabel für unseren letzten Programmpunkt. Jetzt gehen wir in die Curricula-Entwicklung in der Praxis. Vielen Dank an Robert Frasch für den spannenden Vortrag. Ja, dann geht es gleich weiter. Und zwar haben wir da auch eine neue... Wenn wir kurz technisch umstecken...